Hallo und herzlich willkommen bei unserem Was ist Soria Age of Shattering Video. Vielen Dank an die EntwicklerInnen, die mir ein Key zur Verfügung gestellt haben, bevor das Spiel live geht. Genau, das hier ist ein Rundentaktik-RPG, aber im Gegensatz zu den meisten anderen in der Richtung haben wir hier diesmal zwar Runden, aber keine Felder. Das heißt, wir laufen hier komplett frei in der Gegend rum, springen auch direkt von der Spielwelt in den Kampf rein und können hier komplett frei rumlaufen. Na, ihr seht dann hier, irgendwo fängt dann hier das 1 AP an. Nicht mehr 1 AP zu sein, sondern 2 AP zu brauchen. Das hier ist jetzt aber glücklicherweise ein Priester, der hat eine sehr hohe Reichweite. Anscheinend kann ich aber damit wunderbar daneben werfen. Jetzt muss ich schauen, dass ich mich so platziere, dass ich immer noch nur 1 AP brauche, aber dem hier nicht die Sichtlinie versperre. Vielleicht den hier mit dem Speer hauen. So. Dieser hier. Ah, habe ich da? Erreichen da schon? Genau, daran sieht man, ob man den hauen, also ob der in Reichweite ist. An dem Icon, über das er bei ihm erscheint, wenn er der Charakter aktiv ist. So. Einzige ungünstige ist jetzt. Der hier ist ein bisschen unglücklich. Bezüglich Schaden. Dummerweise haben wir auch nicht genügend AP, um das hier einzusetzen. Anscheinend haben wir noch nicht mal genügend AP, um irgendwas zu machen. Ich bin irritiert. Aber wir heilen jetzt einfach nochmal unseren Boy. Genau, hier ist dann leider das Problematik. Teilweise, ne, ihr seht jetzt 45 HP und 44 HP. Ich habe den, glaube ich, für 49 HP irgendwie geheilt. Das heißt, das, was ich ihn geheilt habe, das habe ich quasi direkt auch wieder verloren an HP in einer Attacke. Und deswegen, heilen lohnt sich gefühlt fast nie, weil es einfach, ja, weiß nicht, da, ach, und der darf jetzt noch dazukommen. Der Typ da. Das finde ich sehr spannend. Das ist auch das erste Mal, dass es passiert. Das ist davor noch nicht passiert. Ah, da habe ich mich jetzt blöd gestellt. Aber wenigstens ist der neue dazugekommen. Das heißt, wir können den hauen. Wenn den jetzt stunnen. Ah, anscheinend nicht. Ja, das ist unser Kollege down gegangen, aber hier war es nicht ganz so schlimm. Genau, ihr seht auch, das macht Unterschied, ob man seitlich zu dem Charakter steht oder frontal oder sogar dahinter. Das Backstabbing-Bonus. So. Wenigstens steht der Kollege jetzt wieder. Wir haben auch ganz viel aufgehoben. Und ganz RPG-technisch, typisch meine ich, gibt es hier Items, die wir jetzt neu einsetzen könnten. Beispiel. Ja, auf 10 Stamina verzichten und dafür ganz viel anderes Stuff bekommen. Dafür, dass wir den jetzt hier mit einkleiden. Freut sich doch der Priester. Hier ist nichts Neues. Wir haben glücklicherweise den Filter Equable Items. Das heißt, es wird einfach gefiltert, was kann der Mensch hier anziehen. Und wenn halt neu dran steht, ne, dann sehen wir eindeutig so, okay, lohnt sich eventuell das dem anzuziehen. Da müssen wir nicht ständig schauen, oh warte, haben wir das hier schon geprüft? Oh warte, haben wir das schon geprüft? Nein, das taucht einfach immer dort auf. Das ist sehr, sehr nett. Einzig Unpraktische ist, jetzt habe ich irgendwie ja
keine Ahnung, noch 5 Leben gefühlt. Haben wir denn hier irgendwo... Ich meine, wir können auch wieder ganz, ganz zurücklaufen. Oder wir könnten mal eine Rast machen. Eine Rast habe ich nämlich noch nicht gemacht. Machen wir doch mal hier. Camp. Zack. Und hier kochen. Das stimmt ja. Ich glaube auch, sind ein paar Sachen... Achso, wir müssen... Noch einmal der Lancer. Und... Health Regeneration. Okay. Länger. Kasten. Und wir fahren damit 48 Supplies. Ja, ist okay. Bin mal gespannt. Okay, lief. Ich meine, wir haben jetzt ganz sehr geklickt, aber wir können es auch tatsächlich mit VSD spielen. Machen wir jetzt einfach mal. Und jetzt gucken wir mal, wo sind denn jetzt einfachen Gegner? Weil vorhin, als das hier am Spiel hatte, bin ich gestorben. Weil ich hier so ein paar sehr starke umgehe. Nehmen wir einfach, speichern nochmal, was passiert. Können sie auch ein bisschen kiten, ne? Wir haben jetzt nur den da, der wegrennt. Und damit ist es einfacher. Wir drücken die Animationsgeschwindigkeit definitiv hoch. So, glücklicherweise ist der noch in Range. Ja, da müssen wir jetzt ja, hinrennen. Perfekt natürlich nicht. Hier hin. Okay, ich muss zugeben, ich hatte ein bisschen gehofft, dass er nicht zu einem der beiden umdreht. Ihn da jetzt flankieren, aber scheinbar nein. Machen wir jetzt noch einen Rüstungsbuff auf uns drauf. Wunderbar. Und dann rennen wir hier schon wieder zum nächsten. Hier einmal kurz rüber, weil ich hoffe eigentlich, dass ich den Typ da hinten nicht trigger. Da ist alles zu weit weg. Hm. Hier. Weit vorpushen. Ah, hier treffen wir sogar. Reinhauen. Dodge da. Gut. Oh, sehr gut. Bitte so nachrücken. Hier irgendwo. Hey. So. Direct aligned. Backstabbing Bonus. Auch Backstabbing Bonus? Nee, du kriegst nur Side Attack. Oh ja. Entschuldigung. Und auch nice ist, man kann einfach mit F alles aufheben, was so in der Gegend rumliegt. Das heißt, nicht mal alles einzeln anklicken, was zugegeben bei der Perspektive auch echt mühsam gewesen wäre. Vielleicht dann schon näher ranzoomen müssen. Ah gut, haben wir irgendwas Nettes bekommen. Da sagt nein, da sagt nein, da sagt Stiefel. Ja, und die Stiefel sind ein bisschen besser. So, außerdem habe ich gesehen, der hier... Nee, wie hier. Wir haben einen Level Up. 69 Stärke. Nice. Okay. Ich gehe aber gerade tatsächlich, glaube ich, auf Agility. Um ein bisschen auf Dodge zu gehen.
und möglichst vielen Attacken auszuweichen. Okay, nix. Da ist ein Gefängnis. Habe ich gerade eigentlich die Quest, hier Leuten rauszuhelfen. See you. I'm at your life after all. We presume the worst when you did not return. Again, this is pretty far from the fort of horse. I went after a pair of Aetherian soldiers, thought they were an easy win, and they would have been except they were the bait. I don't know what I planned for us, but I'm sure it wasn't good. All it takes is one mistake, you are lucky. Indeed, but I would like still like to pay them back for this. Okay. Then I think just settled. Let's move. Time is short. I see your point, Commander. Left. Oh, we could always use some help. Nice. Wir haben ein 9. Dem können wir jetzt. Ah, wir haben auch wieder ein Dings bekommen. Gehen wir in Act. Auf. Accept. Er ist ein Wizard. Yep. Haben wir auch einfach auf Intellekt drauf. Jetzt können wir einmal hier durchgehen. Nichts Neues. Das ist zweihändig. Schlechter, das ist besser. Das gibt mehr Magic Armor, mehr Intellekt. Und Intellekt ist das, was wir wollen. Das Buch ist deswegen egal. Irgendwie ein Strength mehr, das kann nicht schaden. Das Sword ist auch eher wurscht. Der Staff ist schlechter. Short ist schlechter. Agility. Sicher. Mehr. Mehr. Das hier. Dafür nehmen wir es viel Staff. Und gut. Accept. Sehr nice. Und dann geht sie schon weiter. Genau, ich drücke auch die ganze Zeit hier ab, um ja, um die Sachen zu highlighten, die man aufheben kann. Ah, okay. Da haben wir jetzt, oh, da haben wir jetzt Leute gekitet. Schade. Nicht weit genug. Ah, vielleicht könnte es noch klappen. Das ist so ein bisschen witzig, das heißt, dass eigentlich müssen wir immer so ein bisschen, haben wir ein bisschen Zeitdruck, ne, weil wir schauen wollen, dass wir die so schnell wie möglich killen. Und gleichzeitig ist es aber ein... dass wir ja eigentlich uns Zeit lassen sollen. Achso, kann auch schon von hier aus kämpfen. Da ich Magier bin. Hier. Wegen einem HP. Aber ja. Okay, dann. Finish. Julio. Okay, wir haben auch wieder Level Ups, deswegen Battle Cleric. Das stimmt, wir haben gar nicht geschaut. Jetzt haben wir es gehabt. Neun. Nur hier haben wir schon wieder einen Grund zum Rasten gefunden. Oh. Ein Fett gekitet.
Genau, ich glaube, das ist auch seltsamerweise der, so wie man es machen muss, wenn der Schwierigkeitsgrad einem zu hoch ist. Und das passiert bei dem Spiel recht schnell. Dinge freigeschaltet, Dinge bekommen, die nicht für ihn passen, die nicht für sie passen. Ne, da büßen wir Dinge ein, die wir nicht einbüßen wollen. Wunderbar. Genau, was wir auch machen können, ist, dass wir auf Formationen achten. Genau ist nicht Reichweite. Jetzt, wenn wir jetzt hier auf T drücken, können wir zum Beispiel sagen, der Wizard soll bitte nicht dort stehen, sondern er soll bitte irgendwie hier stehen, damit er irgendwie bessere Möglichkeiten hat. Leute auch zu sehen und ihnen dann Zaubersprüche um die Ohren zu hauen. So, es sind jetzt wieder zwei von der Menge gespaltet. Sind unseren Zauber sehr weit hinten gelandet. Das wollte ich allerdings auch nicht, muss ich ja sagen. Hin. Das war jetzt aber nicht nett. Hier flankieren. Reindrücken. Und dann spielen. Sehr gut. Jetzt sind wir aber schon sehr angeschlagen. Hier war aber doch ein Duration Schrein. Und das Ding ist halt, ne, wie ihr seht, hier steht dran: Battle Cleric recites a healing prayer for shrines, bolstering the health of the party members. Wenn wir keinen Battle Cleric hätten, dann könnten wir diese Schreine nicht nutzen. Es gibt immer wieder einen in der Gegend, dass wir dann verschiedene Sachen nur dann öffnen können, wenn wir entsprechende Klassen haben. Und das heißt, macht durchaus Unterschied, wen wir als Charakter mitnehmen. Irgendwie hätte ich da hier gerade so einen weißen Strahl rausgesehen. Oh ja, da ist wieder einer angerannt. Jetzt auch hier hin. Zwei Seiten angreifen. Zwei Sprüche drauf. Irgendwie AP. But seriously. So, jetzt sind wir doch sehr nah geblieben. Natürlich bei dem Typen, der am meisten Schaden macht. Protection. Wir können ja nicht sagen. Wenigstens.
Okay. Da können wir jetzt aber wieder was drin gehabt haben, was wir brauchen könnten. Ja. Soll ich jetzt einfach rechts liegen, vermutlich. Nice, we are frail. Achso, das ist zweihändig. Ich habe nur einhändige Waffen. Nur so einhändige Waffen. Und daher, nö, passt so. Speichern wir hier wieder. Vorsicht, Fummels. Hab ich nicht gesehen. Wen sind die? Niemanden anscheinend. Also gut. Hier, weiter in den Kampf. Und jetzt trauen wir uns auch mal näher dran zu bleiben bei denen. So, Zaubersprüche. Gehen auch schon zum nächsten direkt. Um den zu hämmern. Dann den hier. Hier Zauber. Da Zauber. Da Zauber. Noch ein Zauber. Nice. Perfekt ausgereicht. Hier hingehen. Backstabbing. With the last Azarian soldier lying dead at your feet, the strange artifact at the center of the camp begins pulsating a strange blue light. Is it a warning? Is it a call? Wer weiß, wer weiß. Die Jungsherren, it's active. Good, maybe this will help us get hold of the mage holding the barrier up ahead. What happens? Okay. Nicht an Stuff hängen bleiben, schön. Oh, was? Okay, ich kann wohl manche Schweine, ich kann alle Schweine umbringen. Ich weiß nicht, warum die anderen besonders gehighlightet waren. Die Kühe konnte ich bisher nicht umbringen. Okay. Ich meine, wir müssen ja auch für uns kochen. Ah, spannend. Das Pferd konnten wir vorhin nicht schlachten. Ja, eine Kuh ist. So, können wir noch irgendwas für uns kochen? Wissen etwas? Bruders? Nee, hier fehlen Spices. Available. Ja, wow, jetzt habe ich frisches Fleisch. Und ich kann mir trotzdem nur Brot machen. Und unzufriedenstellend. Hoffentlich vergammelt das nicht. So gesund. Schauen wir mal das Building. Ob wir da nochmal uns heilen können. Wollen wir weiterreisen? Jo, können wir. Und dann mal ab in den Viewing Stone. Yeah, well. It is you giving us all this trouble. You really don't know when you're defeated, do you? Ah, Commander. It all makes sense now. I see you found your way out of Erevant. Erevant. Worry not, we're taking great care of your capital. It'll make a wonderful Azarian city soon. Just a small matter of cleaning up the lion's scum. Commander Malat. Not a face I expected to see again. But the Nine did bless me with another chance. And I intend to make full use of it. Oh. Witzig, die Stimme ist viel zu leise. Musik ist super laut. Aber ja. I'll see you know each other. Commander
Malat was leading the catapult groups in the assault on Erevrond. I nearly got him, but he keeps a heavy guard, a habit he's still very fond of, as I see. All the more reason to get it over with. Okay. In the line of sight, okay, dann zaubern wir halt auf den hier. Ich würde sagen, auch hier nochmal Panzerung auf alle. Hat sich direkt gelohnt. The hell? Ja. Ich dachte, ich habe den gestunt. Aber anscheinend hat das nicht gegolten. Egal, wir damagen ihn da jetzt einfach super schnell zu Tode und dann easy. Aua. So, ich muss erstmal gestunt. Und da muss ich mich tatsächlich hier bewegen. Noch so eine Reichweite für die Side Attack. Die wunderbare Side Attack hier. Arcane Bolt ins Gesicht. Ja, da daneben. Julio. Das war dann wieder kein Problem. Kannst du noch heilen? Nö. Hier gerade nicht. Dann holen wir es. Schauen wir mal, was wir itemmäßig rausholen können. Ja, unser Lancer ist nicht so sehr auf Ding aus, deswegen weckt immer so. Den Staff können wir ihn anders geben. Ja, das klingt ganz. Das klingt besser. Ja. Hiermit auch. Ebenfalls. Ebenfalls. Hier schönes. Nee, nicht. Das schon. Das nicht. Und hier der Longstaff ist leider schlechter als den wir schon haben. Okay, aber speichern. Und weiter geht's. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach tatsächlich nur zurücklaufen. Wir. Wie lang laufen? So, Recharging. Wir müssen hier rauslaufen. Hier war bis dahin zu. What was that? Battle wants marching sense. The reinforcement from Deck Forum have arrived and we sure aren't expecting any. The others made it out of the fortress. This is all the time we could give them. Well, sure did. The rest will know when we get to Thalamar. That was quick. Quicker than expected. Unnaturally so. Doing so, it activated the moment we defeated the camp. Maybe that got something to do with it. They can move troops in a moment's notice, that we explain a lot. But there's no magic I know of that can do such a thing. They're pulling back for us now. Never the first option, Captain. There is another way. A path through Nundundas.
Dense forest with only a small path through, teeming with all sorts of creatures, very dangerous for common folks, very hard to navigate for an army. It'll keep Thalamos safe for now. Anya, one of our best scouts is already there. You planned ahead? Good for you. Don't take it too personal, Captain. You had no warning in that forum. We at least had your experience to use. But still wasn't enough. Or we wouldn't be in this situation. Okay. Oh. Genau, da vorne ist eine ziemlich taffe Gruppe und wir haben noch nicht alle HP wieder. Das finde ich ein bisschen ungünstig. Die würde ich zumindest großteilig wieder gerne wiederherstellen. Wahrscheinlich. Ja, wir können auch nicht in dieses gehen. Ich meine, wir können den Rastplatz hier aufmachen. Merken die da drüben bestimmt nicht, dass wir hier chillen für 8 Stunden. Nein, wir auch. So, was etwas anderes, was unbemerkt blieb, ist, dass meine Aufnahme aufgehört hat. Und genau, wir sind jetzt weitergekommen. Die Leute, die wir da gesehen haben, die wollten gar nicht kämpfen. Sondern, ja, die wollten eigentlich nur... Oh, genau. Die wollten einfach nur uns mit Blabla bewerfen. Dann war auch wieder okay. Und währenddessen sollte ich vielleicht noch meinen Charakter hier mit einer Bandage bewerfen, damit er aufhört zu bluten. Das geht ja wohl nicht an. Ist ja jetzt nicht wieder die Zeit dafür. So, die anderen Sachen kriege ich jetzt anscheinend nicht weg. Also machen wir das mal anders. Geben noch ein paar Skillpunkte. Und dann geht's weiter. Genau, wir sind jetzt hier in den nächsten Teil angekommen. Wir haben jetzt hier Raider gerade getroffen, den Händler. Und jetzt rennen wir eigentlich in dem hier rum und schauen gerade, wo die eine Kundschaft drin ist, die wir hier treffen sollen. Wie ihr seht, sind wir jetzt auch nur noch zu zweit. Die anderen zwei haben sich geopfert, schätzungsweise. Und genau. Sind den Heldentod gestorben, was natürlich ein bisschen unpraktisch ist, weil die sind mit unserem Equipment den Heldentoden gestorben. Wir hatten die eigentlich gar nicht so schlecht ausgestattet. Deswegen da bin ich da ein bisschen unglücklich mit, dass sie das jetzt einfach getan haben. Aber ja, so ist manchmal. Ja, netterweise haben wir hier einen Priester. Der kann gegen die besonders viel ausrichten. Wenn ich den jetzt hier rüber ziehe. Achso, muss ich gar nicht mehr. Aber der Priester. Mal hier das hier auflösen. Das ist auch schon wieder so eine klassenspezifische. Ein klassenspezifisches Hindernis, das wir hier so auflösen können. Ich glaube, das war jetzt aber sehr unnötig. Aber hey, Loot. Loot kann man immer gut gebrauchen. Und Sprengfässer sowieso. Vermutlich mal für eine Seitenquest. Wir schauen mal. Im Wald. Roter Eber. Achso, das sind jetzt die ganzen Goblins. Also wurde schon gesagt, dass wir hier Goblins in der Gegend haben. Aber irgendwie nicht damit gerechnet, dass wir sie so bald finden. Im Nachhinein, als ich den
Obwohl das erledigt hat, dachte ich mir so, eigentlich wäre es vielleicht doch smart gewesen, einfach direkt alle zu finishen, die ich angefangen habe, und nicht Damage am besten zu verteilen. Weil ich ja nur einen Ranged Character habe aktuell. Rote Eber war anscheinend nicht glücklich darüber. Au. Dass wir da den anderen aufgeschützt hatten. Kann das sein, dass eines deiner Kleidungsstücke kaputt gegangen ist? Dein Stab ist kaputt gegangen. Ja, das ist ein wenig ungünstig. Lass mal schauen, ob wir dir Neues geben können. Könnten dir ein... Nö, das ist ja unpraktisch, dieses Buch, das... Obwohl, nee, das gibt dir Intellekt. Wollen wir ja. Was hat denn Stab gerade kaputt? Kann die überhaupt einen Stab geben? Und wir könnten die Ace geben. I don't think that is a... Achso, der hat schon einen Heavy Mace, okay. Dann kriegt er jetzt halt einen anderen Mace. Ah, und da ist auch unsere Kundschafterin. Erstmal ausräumen werden. Und? Like figure rest by the campfire, fitting arrows with a steel tip that she dips in a vial full of clear liquid. Her fingers work gracefully, and while she does not look up at your approach, she's clearly aware of your presence, Commander. What are you doing here? I'm hunting. Do you wish to assist me in my hunt? Alright, I'll help you. Brings you readily before even knowing the threat we're about to face. Such a brave and confident soul. Or foolish, that remains to be seen. Ja, ist ja egal. Du läufst jetzt erstmal mit mir mit und das ist okay. So, den Hasen fangen wir hier noch. Dann geht's vermutlich hier den Canyon weiter. Naja, bis wir in so eine Höhle kommen. Das ist die Frage, wie kommen wir jetzt durch diese Höhle hier durch? Ja. So, isolieren wir den nochmal. Und gehen dann bravely voraus. Vielleicht auch sehr töricht. No line of sight. Das ist natürlich ungünstig. Rust. Dann und nochmal hier volle Ladung. Und geschafft. Bin mit mehr Glück als Verstand, aber... Man, geschafft ist geschafft. Oh, da ist jetzt noch der letzte. Natürlich verpassen wir das.
an. Schaden. Hm? Hinterhin. Und eigentlich will ich es gar nicht riskieren, deswegen. Schaden. Wow. Eine barrage hat gereicht. The woman pants exhausted from the fight, but clearly exhilarated. She takes down her hood, and you cannot help but notice her striking appearance. Her hair is naturally white, thick, and silky, but clean shaven on one side, and on her scalp, where the skin is exposed, the garish scar in the shape of an arcane symbol, only you do not recognize, almost as if she has been branded. Welcome, Commander. I was most excellent in a thrilling fight. I thank you for your aid. This part of the country is now safer because of it. It was my pleasure. Will you tell me your name now? One smiles and looks at you for a few moments. We will meet again. She runs off and vanishes into the night without another word. Gut, dass ich hier nicht mein Equipment gegeben habe. Yummy, yummy, yummy. So gutes Essen. Schön, dass wir das jetzt mitnehmen. Und vom Troll angeschlabbert. Liegt auch schon seit ein paar Wochen hier rum. Richtig nice. Nam, nam, nam. So. Oh ja. Ich meine, ihr habt jetzt ein bisschen was gesehen hiervon. Bis grob, was ihr erwarten könnt, wenn ihr sagt so, oh, ich hätte jetzt Bock mal wieder auf so ein Hundentaktikspiel. Aber muss es denn immer auf diesen dummen Kästchen oder diese dummen Hexfelder sein? Kann das nicht nochmal anders sein? Ich meine, da habe ich vor kurzem euch ein anderes Spiel gezeigt. Aber hier ist jetzt auch ein weiteres. Also, falls ihr Bock habt auf Rundenstrategie, aber ein bisschen freier, ein bisschen, keine Ahnung, nicht so restriktiv in die Kästchen und so, dann könnt ihr euch jetzt hier Zoria Age of Shattering anschauen. Das kommt heute raus. Vielen Dank an die EntwicklerInnen, die mir hier einen Key zur Verfügung gestellt haben und den ich, genau, damit ich euch das hier zeigen konnte. Und einen kurzen ersten Eindruck geben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Für mehr Reviews zu Indie-Games oder anderen Spielen, lasst mir hier gerne einen Sub da oder folgt mir auf Twitch, um mich live zu sehen. Ich freue mich auf euch.